Hallo! Hallo, Wendy! Hallo, Bob! Hi, Hacko! Hallo, Sportis Hochhausen! Wow! Ich glaub's nicht! Bob und Wendy bauen für dich dieses Baumhaus? Nicht nur für mich, sondern für uns alle! Dann haben die Sportis Hochhausen nämlich endlich ein tolles Clubhaus! Ah! Nicht ganz das, was wir geplant hatten. Ein Clubhaus für uns? Echt, Sophie? Na klar! Wendy kann alles bauen und sie ist meine Heldin! Stimmt doch, Wendy! Als deine Heldin werde ich schlecht Nein sagen können. Also, erstes Sportis Hochhausen-Treffen im Clubhaus heute Nachmittag. Ihr wollt das Baumhaus heute schon benutzen? Am Nachmittag? Ja, bitte. Meinst du, du kriegst das hin, Wendy? Aber sicher doch. Ich bin schließlich eine echte Heldin. Super! Danke! Das beste Clubhaus auf der ganzen Welt. Okay, Team. Wir bauen ein fabelhaftes Baumhaus. Und dafür haben wir genau einen Tag. Dann müssen wir unseren Zeitplan umstellen. Bob und Buddel, ihr geht zur Werkstatt und schneidet das Bauholz für die Stützbalken. Heppo, du bleibst hier und hilfst mir. Danach rufe ich Mixi, damit der Beton für den Fußboden gemischt wird. Tja, Heldin Wendy. Du bist heute die Chefin, dann musst du es auch sagen. Ich, Bob? Na gut, also dann... Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Was machst du da, Bob? Bucky, entschuldige, aber du darfst mich jetzt nicht stören. Ich muss diese Stützbalken hier zuschneiden. Und was machst du jetzt? Immer noch das Gleiche, Buggy. Wenn du dich langweilst, dann kümmere dich doch einfach um die neue Steinlieferung. Ups, entschuldige, Bob, ich wollte dich nicht stören. Fußboden streichen, erledigt. Und die Farbe trocknet. Da bin ich. Jetzt helfe ich euch dabei, das Baumhaus zu bauen. Heppo, nach meinem Zeitplan hier wäre jetzt die Strickleiter dran. Wendy? Ja? Die Fußbodenbretter, die du gerade angestrichen hast? Ja. Sophie, warte! Die Farbe ist noch nicht trocken. Wendy, was ist denn los? Geht irgendwas schief mit dem Baumhaus? Nein, da geht gar nichts schief. Ich will nur die Farbe prüfen. Puh, die anderen sollen nämlich richtig staunen. Heppo, Zeitplanänderung. Ich muss den Fußboden noch einmal streichen. Danke, Buddel. Kannst du das schnell rüber zu Wendy bringen? Ich bin im Zeitplan etwas hinterher. Und du scheinbar auch, Buggy. Keine Sorge, Bob. Das räume ich sofort auf. Hallo, Wendy. Hallo, Bob. Also, die Strickleiter hängt, die Aussichtsplattform ist fertig. Ich muss nur noch die Fenster einsetzen. Und was ist mit der Flagge für das Baumhausdach? Was? Es gibt eine Flagge? Die steht aber nicht auf meinem Plan. Keine Sorge. Ich kümmere mich um die Flagge. Sobald ich meine Werkbank repariert habe. Halt es gut fest, Heppo. Mit dem Leim bleibt das Fensterglas an Ort und Stelle, aber es klebt sehr stark, also nicht anfassen. Und wie stark ist sehr stark?
Sieh mal, Wendy, das hier sind alles Bilder von den Lieblingssachen der Sporties. Die anderen werden sich bestimmt freuen. Pass auf das klebrige Zeug auf, Sophie. Keine Sorge, Heppo. Ich stelle mich vor das Fenster. Erledigt. Los, komm, Wendy. Jetzt hängen wir die Seilrutsche auf. Was ist denn passiert? Ist alles in Ordnung bei dir? Das Baumhaus wird doch rechtzeitig fertig sein. Es ist alles in Ordnung, Sophie. Geh schon vor. Ich komme in einer Minute nach. Ah, ich verstehe. Der Leim klebt sehr stark. Okay, alles ist an seinem Platz. Mixi bringt gerade den Beton. Jetzt fehlt nur noch die Flagge und das war's. Wendy, ich habe eine obertolle Idee. Wir stellen unseren größten Pokal schon mal ins Baumhaus. Nein, Sophie, warte. Mixi gießt gerade den Beton. Damit werden die Stützbalken festgemacht. So wird das Baumhaus sicher und wackelt nicht. Der Beton muss erst trocknen, bevor ihr ins Baumhaus könnt. Okay? Na klar. Ich kann warten. Bitteschön, alle Steine sind geordnet. Buggy, die großen Steine gehören immer nach unten. Wieso? Wofür soll das gut sein? Oh! Dafür, dass das nicht passiert. Oh. Hilfst du mir, das wieder aufzuräumen? Geht nicht. Dann kommt Wendys Plan durcheinander. Das machen wir später. Komm schon. So, genug gewartet. Jetzt muss das Baumhaus fertig werden. Erledigt, Wendy. Der Zement ist perfekt gegossen. Danke, Mixi. Und? Was steht jetzt auf dem Plan? Kannst du mit Buddel und Heppo warten, bis der Beton trocken ist? Dann prüfen wir, ob alles gut ist und fest sitzt. Schon unterwegs! Wie läuft's bei dir, Heldin Wendy? Naja, ich musste den Fußboden zweimal streichen, mich von der Wand lösen, an der ich festgeklebt war, und die Fenster neu versiegeln. So viel zur Heldin Wendy. Ah! Hilfe! Was ist da los? Oh nein! Sophie! Was hast du nur da oben gemacht, Sophie? Das Baumhaus ist noch nicht fertig. Ich dachte, ich hätte lange genug gewartet und der Beton wäre schon trocken. Der Pokal! Der ist noch dort oben! Oh, was habe ich nur getan? Halb so schlimm, Sophie. Ich hole ihn dir. Wendy! Das ist zu gefährlich! Ich komme da nicht dran! Der liegt so weit unten. Oh. Ich senk dich weiter ab. Oh. Bob, hilf mir runter. Locker das Seil, Bob. Schnell. Ich lass jetzt los. Oh. Oh. Meine Heldin! Was ist hier passiert? Daran bin ich schuld. Nur weil ich nicht warten konnte, bis alles fertig ist, haben wir jetzt kein Clubhaus. Wir haben noch Zeit, um es zu reparieren. Stimmt's, Wendy? Team, es gibt einen neuen Zeitplan. Also lass die Räder rollen, was das Zeug hält. Los geht's! Ah, ich sehe schon, du bist besser im Baumhäuser aufräumen als im Steine ordnen, Buggy. Ja, Holz kann man leichter stapeln. Bevor wir auf das Baumhaus klettern können. Richtig, Wendy? Richtig, Sophie. Ja, der Beton ist trocken. Jetzt könnt ihr endlich in euer Baumhaus. Wow! Wahnsinn! Dankeschön! Na,
Wie gefällt's euch? So eins will ich auch. Und ich will auch so eins. Ich wünsch mir auch eins. Passen noch drei weitere in deinen Zeitplan? Na klar. Ich bin doch eine Heldin, schon vergessen. Guten Morgen zusammen. Hallo, Bob. Hallo, Sophie. Und wer ist das? Er heißt Rex. Und er ist mein Hund. Hallo, Rex. Entschuldige, Sophie. Ich muss mal nach meiner Katze sehen. Keine Angst, Kuschel. Ist nur eine Untersuchung. Oh, Bob und Kuschel. Setz dich. Ich bin gleich bei euch. Dein neuer Hund, Tina? Du meinst Oscar? Nein, er ist zur Beobachtung hier. Braver Hund. Ja, was bist du? Ein braver Hund. Oh, entschuldigt mich einen Moment. Guten Morgen. Hallo, ist das die Tierarztpraxis? Ja, ganz recht. Ich kann sie später zwischenschieben. Oh, Entschuldigung, hier ist sehr viel Lärm. Könnten Sie etwas lauter sprechen? Guter Hund, sitz. Hey, Platz! Rex! Oh. Na? Huch. Gute Güte. Ist alles in Ordnung, Sophie? Ja, alles gut, danke. Wie ist das passiert? Ich vermute mal, dass der gute Oscar gern Katzen jagt. Hier, Herr Oscar. Braver Hund. Sitz. 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 Oh, was soll ich nur machen? Die Bürgermeisterin war eben am Telefon. Sie bringt ihre Katze her und ich soll sie hübsch machen für ein Foto. Was ist, wenn Oscar nun die Bürgermeisterkatze jagt? Vielleicht brauchst du hier einen zweiten Bereich, um Katzen und Hunde zu trennen. Dann hast du keine Probleme mehr. Und könntest du das heute noch für mich bauen, Bob? Oh, das wäre großartig. Danke, danke, vielen Dank. Klar, gut, dann bauen wir das heute. Ganz ruhig. Ruhig. Bist du ein braver Hund? Oscar beruhigt sich schon wieder. Hier rein. Die Frau Bürgermeisterin und ihre Katze kommen heute Abend. Dann müssen wir bis heute Abend fertig sein? Da bleibt uns aber nicht viel Zeit. Oh, seid ihr so nett und achtet auf Oscar? Er kann nicht mit zu den Hausbesuchen. Ich habe nämlich einige Katzenpatienten heute. Also gut, Team. Wir teilen den Empfang der Tierarztpraxis in zwei Räume. Ein Warteraum ist nur für Katzen. Und der andere Raum ist für Hunde. Das ist ganz einfach. Also packen wir es an. Oh, Moment mal. Die Säge hier ist ganz schön laut. Nicht, dass Kuschel und Oscar davon Angst bekommen. Ich kümmere mich um Kuschel und Oscar. Ich kann nämlich super gut mit Tieren umgehen. Leo, Sie dürfen sich aber nicht zu nahe kommen. Die beiden mögen sich gar nicht. Oh, ja, na klar, das weiß ich doch. Ich nehme immer nur ein. Und wir können schon mal alle Arbeiten erledigen, die den Tieren keine Angst machen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, das Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Bob, darf ich schon den neuen Weg ausbaggern? Warte noch. Leo muss Oscar erst in Sicherheit bringen, bevor wir mit den lauten Arbeiten beginnen. Leo sollte sich ein bisschen beeilen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich frag mich, wo er steckt.
Hierher, Kuschel. Kuschel. Ja, komm zu mir. Ach, bitte. Bob will mit der Arbeit anfangen. Komm schon, Leo, du schaffst das. Erwischt. Jetzt muss ich nach Oskar sehen. Nein, nicht Kuschel. Pass auf. Au, 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 au. Hört mal, passt gut auf, dass ihr die neuen Wände nicht anfasst. Die Farbe ist noch feucht. Bob, sollte die neue Tür nicht schon längst eingebaut sein? Ich warte noch, bis Leo Oskar abholt. Kein Problem, das kann ich doch machen. Sobald ich zurück bin, helfe ich, die Wand auszuschneiden und den Weg anzulegen. Kann ich jetzt endlich den Weg ausbaggern? Noch nicht, Buddel. Wir müssen erst mal abwarten, bis Wendy zurückkommt. Ja, ja, ich weiß schon, Heppo. Wir haben nicht so viel Zeit. Ganz ruhig, Kuschel. Jetzt aber schnell. Ich muss mich beeilen, weil... Oskar! Oh! Kuschel! Vorsicht, Leo! Das war Tiershampoo. Jetzt ist der Boden bestimmt glitschig. Ach, so schlimm wird das schon nie. So war das alles nicht geplant. Wir können nicht mehr länger warten. Buddel, Heppo? Es hilft nichts, ihr müsst mit dem Weg allein anfangen. Ja, ein Glück endlich. Ich gehe los und suche die anderen. Oskar, hier geblieben. Oskar, nein. Buddel? Vorsicht! Ach, Bob, ich glaube, ich kann doch nicht so gut mit Tieren umgehen. Ach, weißt du, Übung macht den Meister. Könnte jetzt jemand diese Katze und diesen Hund trennen? Ich muss heute noch einen Weg anlegen. Hey, spielen Hunde nicht gern mit einem Ball? Siehst du? Und schon klappt es auch mit Oskar. Ha, jetzt weiß ich, wie es geht. Okay, es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die Bürgermeisterin mit ihrer Katze eintrifft. Also, Freunde, packen wir es an. Ja, Bob! Der neue Eingangsbereich ist perfekt. Hallöchen, ich komme wegen des Tierarzttermins für Fräulein Pfötchen. Ihr Fell soll wieder wuschig und fluschig aussehen. Natürlich. Durch den Katzeneingang bitte, Bürgermeisterin Baugroß. Na komm, mein süßer kleiner Liebling.
Ich danke euch. Ich danke euch so sehr. Entschuldige, Bob. Würdest du uns fotografieren? Das Foto soll in der Rathauszeitung erscheinen, weißt du? Natürlich. Kein Problem. Bitte lächeln. Oskar! Nein! Nicht voll ein Pfötchen! Ja. Ja. Nein, nein! Lass das weg da! Weg da! Gib weg! Bob, tu doch was!